2. Ihr kriegt jetzt neue Ringe. Ja. Ja, alles gut. Ja, die beiden Pinguine bekommen jetzt von uns Ringe, um, damit wir sie nachher von den anderen unterscheiden können. Bei den Königspinguinen gibt es äußerlich ja kaum Unterscheidungsmerkmale. Und damit wir einfach schnell erkennen können, wer wer ist, bekommen sie jetzt Kabelbinder von uns. Und wir haben uns jetzt entschieden für Brille, der bekommt jetzt einmal rot. Und King George, der bekommt jetzt einmal blau-gelb. Genau, die Chipnummer wird einmal nochmal als Kontrolle abgelesen, ob auch wirklich alles richtig ist. So, Freundchen, einfach so stehen bleiben und dann gibst du deinen Flügel sehr schön und hackst uns nicht. So ist das ganz toll. Also wir machen den Ring schön locker, damit er hier auch keine Druckstellen an, der, an den Flügeln macht. Und er ist wirklich sehr lieb. Also da können wir nicht meckern. So. Auf geht's! Genau, super! Einmal aufpassen, Stufe, zack, nochmal eine Stufe. Sehr schön! So, jetzt machen wir hier zu und jetzt müsst ihr eine Stufe hochgehen. Das wird ein bisschen schwieriger. Sehr schön! Nicht schlagen, einfach nur hergehen. Also, wir haben hier eine Männergruppe Königspinguine, weil es in Europa zu viele männliche Königspinguine in Zoos gibt und deswegen halten wir eine Männergruppe, dass die anderen Zoos quasi gut züchten können, ohne dass übrige Männer die Paare stören. Und es gibt quasi so eine kleine Formel, dass man quasi die Königspinguine immer in mehreren halten soll, weil das natürlich große Gruppentiere sind. Und wir hatten jetzt ganz kurz 5 Tiere, weil uns einige nach Berlin zum Beispiel verlassen haben. Und jetzt haben wir wieder 2 bekommen, dass es 7 sind. Und umso größer die Gruppe, umso wohler fühlen sich die Königspinguine. Und von daher sind wir auch ganz froh, dass wir wieder 7 Stück haben. So, ihr 2 Jungs. Endstation. Ihr dürft zu den anderen. Jetzt kommt Milo gleich um die Ecke. Wahrscheinlich kommt er mal gucken. Ja gut, Milo kommt und ist erstmal. Ja gut. Kommen lieber zu uns. Die kommunizieren über ihre Rufe. Deswegen ist Milo ja auch so aktiv jetzt hier gerade auch am Handeln und daran unterscheiden sie sich. Also er sieht das hier ja alles zum ersten Mal und ich würde sagen, das ist dann schon ganz schön mutig, dass man da guckt, was hier los ist und den Ton angibt und zuerst geht, wenn man hier zum ersten Mal langläuft. Da würden einige sich erstmal auf die Alteingesessenen verlassen. Das ist das große Ziel, dass sie hier morgens zur Fütterungsplattform kommen und dann ihren Fisch bei uns abholen. Genau, darauf freuen wir uns, da warten wir drauf. Und so wie die beiden drauf sind, glaube ich, die Neugierde siegt bei denen, glaube ich, sodass sie morgen auf jeden Fall gucken kommen, was hier los ist.